Hallo zusammen. In diesem Video von Mathematik macht Freunde Freunde geht es darum, lineare Gleichungssysteme mit Hilfe des Eliminationsverfahrens, das auch Additionsverfahren heißt, zu lösen. So, nun ein Beispiel dazu. Die Angabe könnte zum Beispiel lauten, folgendes Gleichungssystem hat genau eine Lösung, berechne das zugehörige Zahlenpaar. Hier sind die beiden Gleichungen gegeben und es geht eben darum, ein Zahlenpaar zu finden, das beide Gleichungen erfüllt. Was ist nun eine mögliche Vorgangsweise? Erstens, man bringt die Koeffizienten auf den gleichen Wert. Das Vorzeichen ist dabei nicht so wichtig. Je nachdem, ob man es Plus oder Minus hat, muss man addieren oder subtrahieren. Man berechnet dann die erste Variable und die zweite Variable wird auch berechnet und dann wird die Lösungsmenge, je nachdem, was gefragt ist, angegeben. Was bedeutet das jetzt für unser Beispiel? Erstens, den Koeffizienten auf den gleichen Wert bringen. Ich habe hier mich für x entschieden, habe damit die obere Gleichung mit 2 und die untere Gleichung mit 3 multipliziert, damit dass ich jeweils den Wert 6 erhalte, gleicher Koeffizient. Wichtig ist, man sieht, dass jeder Term der Gleichung multipliziert werden muss, also zum Beispiel auch die minus 5y, die dann zu minus 10y werden. So, jetzt habe ich den gleichen Wert 6x und kann weitermachen. Zweiter Schritt, addieren oder subtrahieren. Da wir hier den gleichen Wert und das gleiche Vorzeichen haben, muss ich subtrahieren. Sollten zum Beispiel verschiedene Vorzeichen sein, müsste man addieren. Ich habe das gemacht, obere Gleichung minus untere Gleichung ergibt minus 19y ist minus 38. Jetzt muss ich das Ganze noch durch minus 19 dividieren und erhalte somit den Wert y ist 2. Jetzt habe ich den ersten Wert. Das ist der dritte Schritt, eine Variable berechnen und muss mir noch die zweite Variable holen. Das mache ich mit dem vierten Schritt, also zweite Variable berechnen und schlussendlich die Lösungsmenge angeben. Ich weiß ja, y ist 2. Das kann ich jetzt in eine der beiden Gleichungen eingeben, egal welche. Ich habe mich für die zweite entschieden. 3y ergibt damit 6. Diese 6 bringe ich auf die andere Seite, dividiere das Ganze anschließend durch 2 und erhalte somit x ist auch 2. Mein gesuchtes Zahlenpaar heißt also 2, 2. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.